Jetzt kommt ein BMTL-Match. Pisek gegen Dexter Flow. Berlin! Zeig, dass du ein True Schooler bist. Rapper Mittwoch Merchandise bei merchstore.net. Yo, meine Freunde, heute ist es soweit. Der Onkel ist in der Stadt. Heute gibt's hartes Punchline-Gewitter. Pisek, Mann, ich hab null recherchiert, Alter. Heute gibt's einfach nur verbal in die Fresse, mein Freund. Also, Libanio, beim nächsten Mal schickst du bessere Gegner. Dein Dexter Flow wird heute gekillt. Und am besten kommst du einfach vorbei, wenn du die Eier hast. Ladies and Gentlemen, willkommen in der Battlemania Champions League. Was los, Berlin? Wir haben zwei MCs, die heute sich wirklich aufs Derbste vergewaltigen wollen. Und natürlich, bitte macht mal richtig Lärm für unsere Scouts, die dieses Match überhaupt erst möglich gemacht haben. Machen wir richtig Lärm für Mike Fiction und Tierstar. Ich spüre diese Energie zwischen euch beiden. Ja? Rappt oder stirbt. Ja, Mann, das wird witzig. Ich mach Lärm für die MCs, die sich für euch vorbereitet haben. Yo! Wir danken natürlich auch unseren Partnern. Als allererstes Deine Stadt klebt. Dann natürlich den Jungs von Audio-Technica. Und wenn ihr richtig geile T-Shirts haben wollt von Rap am Mittwoch, dann geht auf merchstore.net. Da gibt es auf jeden Fall Merchandise von uns. Und nun kommen wir zu den MCs. Ich stelle den vor, der hier von weit her gekommen ist. Bitte macht mal richtig Lärm. Heute hier in diesem Battle ein großartiger MC. Macht mal richtig Lärm für Dexter Flow. Yeah, yeah. Yes, your. Langer Weg gewesen mit dem Fernbus. Ich hab den Busfahrer vergewaltigt, aber ist egal, Alter, es war geil. Alles wird gut, meine Freunde. Sehr schön, und der MC hier auf der anderen Seite. Mach mal richtig Lärm für einen Lokalmatador hier bei Rapper mit. Mach mal richtig Lärm für Pisek. Grüße, Grüße an Khan, Manolos Bar. Alles Gute zum Geburtstag, Katicho. Und lass mal richtig battlen, Alter. Yeah, yeah. Mach mal ein bisschen Lärm für diese beiden MCs. Dexter Flow, let's go. Rap oder stirb. Yeah, yeah. Ey, yo, Pisek, du Haufen. Runde 1 und hier endet's wie bei Zalando. Jede Bitch, die bei der Arbeit streikt, endet vorm Erschießungskommando. Darf ich vorstellen, hier kommt Dexter, der dich heute bis aufs Knochenmark blamiert. Für deinen großen Tag herrst du dir extra deine Schamhaare mit dem Lockenstab frisiert. Und während du freizeitmäßig voll der Draufgänger bist, ey, dieser Typ Pfadfinder, der im Wald moosbedeckte Baumlöcher fickt. Im Berliner Zoopark wehrlosen Kapuzineräffchen zwischen die Augenränder spritzt, bin ich eher so der Typ, der sich aus der Schädeldecke von deiner Mama sich einen neuen Traumfänger schnitzt. Scheiße, jetzt werden deine Eier mit dem Schraubstock zerquetscht. Das hier wird deine Fahrkarte in die Annalen des Rap, denn ich bin der Lokführer vom Faustfick-Express. Der Lappen hier hat sein erstes Mal mit einem geschredderten Klumpen Rindfleisch gehabt und hält sich über Wasser, denn sein 5 Kilogramm Winkspeck dient als Schwimmflügelersatz. Das ist wohlgenährtes Hamsterbäckchen gegen alten Provinzrübelsack. Du Fetzer kreist höchstens ein paar Mauern ein, wenn du 2,5 Klimmzüge schaffst. Du hast dir hier für den Arsch aufgerissen, doch jetzt tropft dir der Fotzensaft. Deine Mama knöpft sich vor dir die Hose auf und zeigt ihrem Sohn mal, wo der Frosch die Locken hat. Yes, yo. Yes. Okay, und während ich dir eigentlich, ich setz hier den eigentlichen Trend, weil ich über Ziel hinausschieß wie Rainer Kalm und bei einem Seifenkistenrennen. Yo, Keule, Alter. Alter, bleib cool, Mann. Und sag mir, du machst schon jahrelang Battle-Rap, doch schießt dir immer wieder Eigentore. Und anstatt endlich mal ein paar Groupies zu vögeln, fickst du nur ein Stück Matthias Filet, eingeklemmt zwischen zwei Heizungsrohren. Ja. Ey, ihr seid krass unruhig. Dieses ganze Gelaber, euer Gemurmel, alles schwalte rüber. Du hast nichts zu melden, du kannst dich nicht entscheiden, wer von denen der Bessere ist, wenn du nicht wenigstens seinen Lines zuhörst. Also bitte, ihr habt noch gar nicht so richtig das Verständnis für Battle Rap verinnerlicht. Ihr müsst den Leuten zuhören, sonst können sie nicht arbeiten. Also, hört zu. Wenn ihr plappern wollt, geht ganz weit nach hinten. Also, hört denen genau zu. Weiter.
Yeah, yeah, und du willst uns hier den Killer zeigen. Guckst mich aggressiv an, doch im Insgeheim würdest du am liebsten jetzt mit einem Eiswürfel um deine Nippel kreisen. Scheiße, alter Keulemann, ich komm in deine Puperze mit meinem Unterarm reingekracht. Mein Provokationsvideo gab er sich mit einem Vanilleduschbad und Liter weiße heißen Kerzenwachs. Scheiße, du Schwuchtel. Alter, ist mir egal, was sie heute battles. Das ist Battle Rap. Und wenn du heute gut sein willst, Alter, dann pack deine Zettel weg und bitte sag mir Bescheid. Du willst hier ein bisschen rumposen mit deinen Schrumpfhoden in Strumpfhosen? Nein, Mann, bei mir läuft der Shit hier nicht. Tut mir leid, Mann, du wirst hier trotzdem zerfickt. Das ist Dexter, Provinzrüpelsack aus dem tiefsten Hinterland. Ey, Keule, Mann, ich geb dir heute echt krassen Kieferbrand. Und wenn du denkst, das wär dein Freizeitplan, schiebst du hier dicke Backen wie mit gezogenem Weisheitszahn. Scheiße, Mann, du machst hier auf großen Star wie Jack O'Neill. Doch Dexter kommt mit dem Jogginghosen-Drive-By aus dem Batmobil. Yeah. Time, schöne erste Runde von Dexter Flow. Macht mal Lärm, Berlin. Let's go. Du bist genauso wack wie ein Rapper mit Rucksack. Du rülpst, aber so genauso rülpst deine Freundin, wenn sie bei mir einen geschluckt hat. Und scheiß mal mit dem scheiß Kerzenwachs. Du verdammte Missgeburt, rap einfach Rap im Takt. Du schiebst deine Filme wie Bertha Eichinger, aber du gehst drauf. Herzinfarkt. Deshalb, irgendwann fragte mich Ben Salomo, Pisek, willst du mal wieder battlen, Bro? Ich sagte ja, wer, er stellte mir ein paar Pussys zum Zerficken vor wie bei der Bachelor-Show. Ich meinte ja, ich bin im Game wie EA Sports. Doch leider hat die 1,60 Meter große Fotze, die ich eigentlich ficken wollte, abgesagt. Deshalb bekam ich nur diesen Junkie namens Dexter Froh. Aber scheiß mal auf Dexter. Dexter kommt aus Thüringen, Erfurt. Kernpunkt seiner Texte, Drogenexzesse, Rassismus, Alkoholmissbrauch. Kein Wunder, denn schon damals schwamm der kleine Ostler aus Erfurt in einer Fruchtblase voller Sternburg. Dexter Froh, ständig stone, blauer als ein Hämatom, vollgepumpt mit Methadon. Aber so ne Junkies wie du werden in Berlin gnadenlos erschossen, wie damals im Neptunbrunnen vom Fernsehturm. Denn du verdammter Junkie, du bist mies auf Peace hängen geblieben wie Mahatma Gandhi. Gratuliere, du bist noch ein größeres Drogenopfer als Karate Andy. Du kommst von dem billigen Rap-Sparring-Contest, gehostet von Olli Banjo, doch du konntest dich dort nicht behaupten, erntest nur den zweiten Platz. Dan Pacino klatscht dich locker im Finale, deine davorigen Runden waren auch nicht gerade meisterhaft, denn deine rassistischen Vergleiche und billigen Reime lassen mich nur daraus schließen, dein Gehirn besitzt nur eine räudige Zelle wie Uli Hoeneß jetzt in Einzelhaft. Also wie willst du in der Champions League bestehen, wenn du es mit deinen Punches nicht mal beim Sparring schaffst? Dein Gehirn ist eingeschränkt wie Palästinenser ohne Reisepass. So dass du so oder so am Ende skrupellos massakriert wirst wie Amerikaner in afghanischer Geiselhaft. Denn du verkackter Idiot, du hast mit deinem Rap vielleicht starke Ambitionen, doch im Endeffekt hast du nichts drauf wie ein New Yorker Basketballtrikot. Du willst echte Punches sehen, kein Problem. Dexter bekommt Punches wie beim Taekwondo. Bevor ich sage, Dexter Froh finde ich als Rapper dope, akzeptieren ultraorthodoxe Juden Jesus als den aus den Wolken herabsteigenden Menschensohn. Bevor ich sage, Dexter Froh finde ich als Rapper dope, wäre Tupac oder Biggie ein Fan von Crow oder die NPD bekommt die Stimmen von Afrop und Megalo. Denn alles, was du rhymst, ist nicht deins. Im Internet bildest du dir ein, du bist der Chef. Doch heute breche ich dich locker in der Mitte auf der Bühne wie ein Glückskeks und bin ich gespannt, welcher, sondern vor allem, wessen Text heute in dir drinne steckt. Denn offiziell gibst du zu, deine Crewmember sind deine Ghostwriter. Aber so ein Statement ist im Battle Rap definitiv ein Selbstmord. Und sowas kann man nicht durchgehen lassen wie Salafisten am Airport. Dass du Ghostwriter hast, zeigt uns so, wie billig du bist. Deine Ghostwriter bestehen aus Mundraub, Zone und Dizzy the Kid. Dein erster Ghostwriter ist der untalentierte Mundraub. Aber dass er wack ist, ist genauso klar, wie wenn ich sag, keine Bitch aus der ersten Reihe war mit 14 noch Jungfrau. Aber scheiß auf, der zweite Ghostwriter ist Zone. Aber du bist weder real noch kredibil, wenn deine Texte auch noch Zone schreibt. Aber ich weiß, du fühlst dich erst zufrieden, wenn deine Männer hinter dir stehen. Wo bereit? Dein dritter Ghostwriter ist der primäre Dizzy the Kid. Dizzy the Kid heißt Till Krücken mit richtigen Namen. Kein Wunder, dass er so heißt. Denn Till Krücken, ja, ohne Krücken kommst du wohl niemals voran. Aber scheiß drauf. Egal, wer dazu was beisteuert, du Scheißsäufer, guck, wie ich heute auf dich diese Lines feuer. Das ist Rapper Mittwoch, True School of Hip-Hop. Und in dieser Schule kill ich den kleinen Erfurter Kid wie Robert Steinhäuser. Meinetwegen, sag, was du willst. Deine Crew heißt Würzfleisch.
Aber euer Talent ist genauso vorhanden wie bei Gina Lisa, der Wirkreiz. Aber meinetwegen, hol die besten Ghostwriter des Landes, hol Maltrip, hol Echo, Centino, Liquid Walker. Auf dem Beat sind sie vielleicht alle hart, auf der Bühne alles Opfer. Hol meinetwegen von Don't Let the Label You alle samt fetten Moderator, ich zieh mal Bilanz. Ich bin zu jeder Zeit kriegsbereit, wie ein Partisan, sagt dieser Schwuchtel Greg Pipe. In dieser Liga bin ich noch der einzige Titan. Also geht da raus und sag es ein. Meinetwegen nehme ich es mit 10 von denen auf. Ich bin Pisek, der Ip Man. In diesem Sinne, Hip-Hop ist Competition. Ein Krieg ohne Fäuste, ohne Waffe. Bald kommt mein Album. Der Name ist Programm. Einer gegen alle. Schöne erste Runde von Pisek. Mach mal die beiden MCs hier in dieser ersten Runde. So, hört genau zu, die zweite Runde, Dexter Froh. Let's go. Yo, Pisek, Mann, was willst du battlen, du Fotze? Was für ein Uli Hoeneß, Mann, nach dem Battle bist du sein Zellengenosse. Also rap nicht, ich mach mir auch so Bitches klar in Jogginghose und Lederjacke. Doch Pisek nicht, der steht mit Vaseline bewaffnet vor der Berliner Charité und wartet auf Frischfleisch aus der Babyklappe. Keule. Sein Mike lauter. Ja, yeah. Und Keule, ist echt voll lustig, Mann, wenn ich dein Part höre. Da denk ich mir irgendwie, bei dem steckt doch ein Edding 5000 in der Harnröhre. Wundern wird's mich nicht, du Kontergan ähnlicher Wonne proppen. Und am Schwarzlicht zeigst du dein wahres Wichsgesicht. Denn das sieht so aus, als hätte der ein paar leuchtende Sommersprossen. Und sag mir, was ist hier dein Plan? Willst du deine Wackness etwa auf mich übertragen? Sollen sich bei mir daheim bei Recherchen über misshandelte Hundewelpen sich etwa auch die Wichstücher stapeln? Oder wie du jedes Mal einen Halbständer bekommst bei dem Gedanken, im Ehebett zwischen den Klitschko-Brüdern zu schlafen? Ich glaub nicht, denn Onkel Dexter ist immun gegen deinen Powerfrauen-Rap. Vor einer halben Stunde hat er mir noch im Backstage mit der Zungenspitze meine Fußzwischenräume sauber geleckt. Und für meinen Golden Shower hatte ich eine andere Verwendung, du bedauernswerter Depp. Während deine Mama gerade daheim am Küchentisch sitzt und sich fragt, wonach mein selbstgemachtes Sauerkraut schmeckt. Keule, für mich ist es ein leichtes, dich hier wegzubetteln. Du bist so hässlich, selbst bei der letzten jungfräulichen tibetischen Bergziege erzeugst du nur sexuelles Desinteresse. Yo. Yeah, yeah. Jo, und auch deine Mom erträgt dein Mondgesicht erst nach der dritten Flasche Bourbon. Schon bei deiner Geburt wollte dich die Hebamme mit deiner Nabelschnur erwürgen. Ich bin schon einiges gewohnt, doch vorhin traf ich ihn glücklich wie noch nie. Wie er in der U-Bahn-Station seinen entblößten Genitalbereich an einem rostigen Brückenpfeiler rieb. Ich zerstückel diesen Freak, doch find's schon ein bisschen rätselhaft, wenn er mir eine E-Mail schickt, wo drin steht, sag mal, ist es normal, wenn meine Pipi aussieht wie rote Beete-Saft? Und ich antworte, Alter, bist du behindert, du Spast? Könnte vielleicht daran liegen, wenn du jedes Mal ungeschützten Sex mit einem halbtoten Rinderkalb hast? Yes, yo. Pisek, das wird dein Untergang. Willkommen im Wunderland. Hier ist alles möglich, Mann. Ich hab schon von vielen Rap ein bisschen Zungenbrand. Doch mir egal, wie es hier ausgeht. Der Typ, der seine Faust hebt, guck dich an. Hier gibt's heute einen neuen Typ, der vor dem versammelten Publikum draufgeht. Und Keule, Alter, fick dich selbst. Wen willst du hier was erzählen, Mann? Du klingst wie ich mit 11. Schöne zweite Runde hier von Dexter Froh. Mach mal Lärm, Berlin. Zweite Runde von Pisek. Let's go. Dass ich ein Rinderkalb ficke, ist mir Latte. Aber du hast schon recht, dass deine Freundin mit dem Rinderkalb Ähnlichkeit hatte. Aber scheiß drauf. Guckt ihn euch an. Solche wacken Rapper haben Rap verkackt. Denn wie kann man jemand ernsthaft ernst nehmen, der sich ständig selbst verarscht, von sich lässig prallt, dass er jeden Tag bedeppert vom Pennymarkt wie ein Penner saß, im Glauben seine Karate-Junkie-hafte Lebensart wäre heldenhaft, aber dabei nicht bemerkt, seine geistige Behinderung hat, wie Rudi Assauer den höchsten Härtegrad.
Ich muss ehrlich zugeben, mich haben deine Tracks geplagt. Denn in jedem Track schürst du absoluten Fremdenhass. Deshalb habe ich mich echt gefragt, was dieser Volksverhetzer Dexter sagt. Denn dieser Faggot hat seinen Rassismus nicht nur gegenüber Türken, Latinos und Schwarzen in seinen Texten dreckig verpackt. Nein, auch über den Islam hat er seine verdammten Scheißscherze gemacht. Ich zitiere eine Line von Dexter gegen den türkischen Rapper Tweezy Cortex. Zitat: Ich sah deine Mutter am Bahnhof mit einem vollgewichsten Kopftuch. Junge, kommst du noch klar? Das, was du sagst, ist abgefuckt. Damit überschreitest du die rote Linie wie damals die Deutschen in Stalingrad. Aber sag das nochmal. Der Unterschied, du stehst heute live und direkt in Kreuzberg vor zig Türken und zig Arabern, die Uppercut für Uppercut dich klatschen wie beim Martial Arts, bis du flach liegst wie Laminat. Aber sag das nochmal. Aber wenn du ein Mann bist, wiederhol es nochmal, du krasser Spaß. Aber ich weiß, dass du dich nicht traust. Du traust dich heute nicht raus ohne Jonis Bodyguards. Denn du bist eine Pussy und bleibst eine Pussy, also tu mal nicht krass auf hart. Pussys wie du gehören nicht ins Battle, Pussys wie du gehören zum Frauenarzt. Wie Manni mag. Aber ich weiß nicht, was du gegen Schwarze hast. Ich glaube einfach, dass du Schwarze hast. Deshalb bist du in diesem Battle, nach diesem Battle in Berlin kaum noch sicher. Denn du verdammter Nazi erwähnst in einem Track von dir, Taktus wäre nichts weiter als ein abgefuckter Baumwollpflücker. Junge, kommst du noch klar, Dexter Flow? Das sind keine Mutterlines, das ist Retalk, wenn ich sage, dass Taktus deine Mutter als Rache krasser missbrauchen würde als das Metronom. Aber Junge, du Clown hast verkackt. Ich glaube, du wirst heute in der Hauptstadt geklatscht. Denn du lausiger Spaß, sag nochmal was gegen Schwarze. Aber das jetzt live und direkt hier vor Tier, Kwame oder Jola Jolispo oder Auge an Auge vor Autodidakt, damit du Osler verstehst. Wenn es um Tierstone und Jolispo geht, wünsche ich mir, dass ihr dich beide im Backstage-Bereich wie ein Sandwich nehmen, damit es aussieht wie ein Oreo-Keks. Warum rappst du, Freak? Ab heute bist du nicht mehr sehr beliebt. Ab heute ist Hip-Hop für dich Sperrgebiet, denn hättest du Wack MC unseren Hip-Hop echt geliebt, würdest du niemals Schwarze dissen, denn Rap ist und bleibt Black-Musik. Aber auch Torch hast du gedisst mit deiner rechts eingestellten Ghostwriter-Crew. Aber sogar Torch aka Frederik Hahn ist mehr deutsch als du. Denn als du noch im Rückenmark deines Vaters warst, rappte Torch, ich hab einen goldenen Adler auf meinem grünen Pass. Denn jetzt ehrlich, gib doch zu, du steckst wie Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Schäpel in denselben Schuhen. Ihr kommt nicht nur aus dem gleichen Bundesland Thüringen, sondern auch du verbreitest dasselbe Gedankengut wie die NSU. Und für jeden Kritiker, der niemals meine Strophen kapiert, ich hab mit meinen Lines über Hitler niemals diesen wahnsinnigen Verbrecher Adolf glorifiziert. Aber dieser stolze Ostdeutsche hält immer noch am Rassismus Hitlers fest. Deshalb, was hat der Kompass mit Deutschland gemeinsam? Ja, der Osten ist immer rechts. Denn nicht umsonst sagst du beim Rap-Sparring, du kommst mit deinen kahlköpfigen Homies, du Spast. Kein Wunder, du Spast. Nach der Amadeo-Antonio-Stiftung erfolgen in Ostdeutschland statistisch gesehen 2 rechtsextremistische Angriffe pro Tag. Deshalb, Dexter, eine Frage. Und das unterstützt du noch mit den rassistischen Parts? Fazit? Du hast keine Message, deine Raps sind übel schlecht. Jigoflow, tu mir einen Gefallen und gib mir den Rest. Spuck auf rechts! Denn schämst du dich nicht beim Rap-Sparring, erwähnst du? Zitat, willst du mal im Osten auf den Bordstein beißen? Was soll das heißen? Ist das in American History X deine Lieblingsszene, die stetig dein Rassismus motiviert? Am liebsten hättest du wie Edward Norton das Hakenkreuz auf deine Brust tätowiert. Aber dazu fehlt dir der Mut, deshalb hast du das Hakenkreuz heimlich in dein Herz eingraviert. Aber Dexter, warum? Warum bist du so hasserfüllt? Beim Rap-Sparring streichst du Eminems Namen in seinem Videoclip. Aber warum passt es nicht wieder in dein Weltbild, dass ein Weißer wie Eminem mit schwarzem Schild? Aber drauf gekackt. Deshalb komm klar, du Opfer. Du bekommst Schläge wie bei Ong Bak. Beim Multiple-Choice-Test sehen seine Kreuze aus wie ein Sonnenrad. Mit dem richtigen Namen heißt Dexter Flow Misha Bench. Und was reimt sich auf Misha Bench? Ja, ganz genau. Hitler-Fan. Ich könnte annehmen, er postet Hakenkreuz für Hakenkreuz auf Instagram. Kein Wunder, dass ihn nach dem Battle niemand kennt, weil er verdient keinen Respekt für seinen Rap, weil er immer noch schwarze Nigger nennt. Deshalb solltest du mit deinem Scheißkram heimfahren. Du wirst niemals hier Punkte einfahren. Du gehst mit deinem Parts unter wie in einem Treibsand. Manche Leute suchen in der Religion ihren Beistand. Für die Juden ist es die Tora, für die Christen ist es die Bibel, für die Muslime ist es der Koran. Für Dexter Flow ist es immer noch mein Kampf. Deshalb, ich frag mich, wer liest diesen Faschisten rein? Fazit ist, Dexter ist ein Rassistenschwein. Er ist nichts weiter als ein Humanistenfeind. Fazit ist, Dexter ist ein Rassistenschwein. Wie kann man einfach so behindert sein? Fazit ist, Dexter ist ein... Johnny, jetzt eine Frage. Wie kann man Jude sein und das verneinen? Fazit ist, Dexter ist ein...
Ich sag nichts dazu. Wartet. Ja. Joni Kalmanovic, Ben Salomo steht gerade vor mir. Unter Angst und Schweiß. Er will's nicht sagen. Okay, richte ich ihm aus. Joni, sorry, aber Israel entzieht hier gerade den Personalausweis. Deshalb scheiß drauf, wenn ihr denkt, dass ich Vorurteile habe, dass ich mit diesem Ossi verfeindet bin. Es ist nur, dass ich die Wahrheit spit. Weil er scheinheilig seinen Rassismus verbreitet. Aufgepasst, sogar sein Name Dexter bedeutet rechts auf Lateinisch. Schöne zweite Runde von diesen beiden MCs. Macht mal Lärm, Berlin. Let's go. Dritte Runde, Dexter Fro, come on. Yo. Yo, mich auf die rechte Seite zu ziehen, hast du echt voll gut geplant. Doch daheim nachher auf der Bühne spielst du wieder mit deinen Freunden heimlich im Ku Klux Klan. Scheiße, Mann, du bist ausgelutscht mit jedem von deinem Hitlerwitz. Bedenke, Mann, nur der Scheiterhaufen ist die Endlösung für dein Ganzkörper-Syphilis. Monitor an. Yo, also geh selbst nach Hause, Mann, du bist selbst der Hobbyfaschist und polierst daheim deine Springerstiefel. Alter, ich flambier deinen Arsch, bis du schwarz bist, dass du grinsend aussiehst wie ein abgebissener Kinderriegel. Keule, nicht mit mir, hier läuft irgendwas verkehrt. Du willst heute battlen, ich fiste dich mit dem Laserschwert. Und wenn du denkst, es wäre ein leichtes gegen mich, muss ich dir sagen, ich hab deine Mom auf den Straßenstrich geschickt, wo sie allabendlich wieder mal ein bisschen Geld eintreibt. Ey, tut mir leid, Mann, wenn ich zu viel freier steig. Ach, sorry, Alter, ist Red Bull, Mann. Bleib cool, Alter. Yeah. Und sag mir, Pisek, wer will schon was über dein verkacktes Leben hören? Dein Highlight in 20 Jahren war ein rektal aufgespannter Regenschirm. Scheiße. Lüg nicht, Mann, Alter, du kennst die Wahrheit. Und erzähl mir nicht, Mann, Alter, du gehst zur Arbeit, ziehst mich hier auf die Nazi-Seite. Doch der Schuss ging nach hinten los mit deinen behinderten Flows. Blamierst du dich hier aufs Gröbste? Wie eine Kindershow, scheiße. Andauernd muss ich aufstoßen von diesem Red Bull-Gesöff. Doch tut mir leid, Mann, du bist am Endeffekt der Typ, der meine Klöten leckt. Bleib cool, Alter. Ich geb euch einen Grund mehr, über ihn mitzulachen. Denn wenn er stolz über die Bühne marschiert und es dann nach Fisch stinkt, denkt sich Pisek, fuck, ich sollte mal kleinere Schritte machen. Scheiße, du bist der einzige Typ. Glaub mir, es ist vergebens, mich mit deiner Wackness anzustecken. Du bist der einzige Typ, der es schafft, meinen Schwanz komplett in den Mund zu nehmen, bloß meine beiden Eier, und dann noch in der Lage ist, mir mit der Zunge über den Damm zu lecken. Der perfekte Blowjob. Glückwunsch, Pisek. Yeah, ich komm wieder wild. Und wie ich Pisek geteebeutelt hab, bleibt mein neues Profibild auf Facebook. Alter, das ist kein Achselschweiß, das ist Haze-Duft. Also bleib mal zurück, du elender Langweiler. Du willst heute rappen mit ein paar grausamen Punchlines, die hier nicht mal ankommen, Alter, nicht mal unter die Schädeldecke. Was willst du, Mann, von wegen Battle? Du blamierst dich hier aufs Übelste und wirst von mir rasiert. Ey, tut mir leid, Mann, weil ich dich wieder mal mit meinem Oberschenkel penetriere und du denkst, da geht noch einiges. Doch tut mir leid, ich rap nicht über Peinliches, so wie du. Bleib cool, Alter. Ein Schluck. Yo. Okay, warte. Okay, und Pisek, was willst du hier erreichen, Alter, mit deinen ausgeranzten Tennissocken? Ich fick dich so hart weg, Mann, dass du denkst, mein Schwanz hat die Größe von Dennis Rodman. Scheiße, nicht mit mir. Was für eine Riesenscheiße. Um seinen Pullerkuppenkäse runterzureiben, brauche ich schon eine Käsereibe. Scheiße, doch tut mir leid, Mann, weil das nicht grad logisch ist. Denn wenn wieder Montag ist, nimmst du als Nutella-Ersatz mein Bierschiss als Brotaufstrich. Und du denkst dir, scheiße, ist der cremig und streichzart. Der Dexter ist schon cool drauf. Doch sorry, wenn ein paar gekräuselte Arschhaare mit dabei sind. Mein Gärtner hat grad Urlaub. Yo. Und deine Schwanzlutscher-Aura kaschierst du nicht, indem du hier oben auf hart tust. Glückwunsch, Pisek. Basic hat mir vorhin geschrieben, deine Mama bekommt Nachwuchs.
Scheiße, und irgendwie wollte ich es eigentlich gar nicht verraten. Ey, das ist Rap gegen den Satansbraten. Tut mir leid, Provinzrüpel müssen immer aufstoßen. Yo, du willst heute rappen und steigerst damit die Frauenquote, doch nicht mit mir, denn insgeheim ist es doch ein bisschen Freestyle-Shit. Und tut mir leid, ich bin der Typ, der in dein Kriegspreis spritzt. Sorry, Alter. Und Oma, genießt es, denn ich bin chronischer Choleriker. Was für Nazi-Witze, Mann, ich komm gleich mit Oma Erika. Scheiße, und die mäht dich nieder, denn du fickst nicht in jeder Lage. Was für Nazi-Witze, Mann, du kommst in die Genickschussanlage. Und Alter, bleib mal locker auf dem Boden kleben. Ey, und schwing hier keine großen Reden, denn tut mir leid, du bist die miese Flöte. Und nach diesem Battle schrumpfen deine Eier auf Rosinengröße. Und dann kannst du nix machen. Und du denkst, das wär locker. Die Rosinenklöten kommen dann in meine Packung zum Studentenfutter. Und ich wiederhole mich nicht gerne, wenn ich sag, du bist der letztgefickte Hartgeldstricher von der Strandpromenade. Ey, Pisek gegen Dexter, das ist wie ein Crashtest von einem stillgelegten Trabant gegen eine ganze Panzerbrigade. Scheiße, du wirst gefickt. Oh, nee, warte kurz, Alter. Bleib cool, Alter. Yo, nur du schaffst den kometenhaften Aufstieg auf dem Kiez über Nacht, weil du dich von 5 Fäusten gleichzeitig penetrieren lassen kannst, ohne dass dein Schließmuskel platzt. Du bist so abgeranzt, bei offenem Hosenstall riecht es nach Miesmuschelsaft. Kratzt dir deine ungewaschenen Eier blutig und tust dann so, als hättest du Neurodermitis am Sack. Scheiße, Alter, du bist der Typ. Nein, bleib cool, Alter. Yo, ich sing keiner Gewinner-Hook. Du bist der Typ, Mann, der sich mit dem Tannenzapfen die Kimme juckt. Ha? Und es wieder mal nur tropft blutende Creme aus deinem riesengroßen Arschloch. Fuck, Mann, ich hab deine Mama vergewaltigt mit einem blutigen Schlagstock. Und scheiße, du stehst immer im Mittelpunkt und genießt deine Besamung. Ich steck meine Finger in die blutige Fotze von deiner Freundin und hab dann eine neue Kriegsbemalung. Time. Schöne dritte Runde von Dexter Flow, macht mal Lärm, Berlin. Du laberst irgendwas von Neurodermitis, aber egal, was du bietest, du siehst aus wie Bart und dein Bruder ist Beavis. Ist wirklich dein Bruder. Und egal, ich liefere den Part zur Info. Mein Punch ist wie ein Schlag von Kimbo. Du laberst irgendwas von Laserschwert, aber deine Karriere steht in den Sternen. Star Wars Intro. Du hängengebliebener Ossi. Du für immer Travi-Fahrender. Vita-Cola-Trinkender. Niemals Bananen sehender. Im Plattenbau lebender. Mit Chantal fickender. Du Jingling, Rauchner, Pfeffi-Säufer, kommst du noch klar? Du sagst, deine Crew ist die beste Crew, doch diese Crew mit Dexter Flow ist die wackste Crew nach fettes Brot. Du sagst, bei Rap-Sparring, du willst im Westen ein paar Wessis klatschen, tust auf krass wie Al Capone, aber du solltest langsam raffen, ihr Affen durftet nur euren Käfig verlassen, dank des Wessis Helmut Kohl. Und sowas liefert mir Olli Bagno als Gegner? Du bist kein Gegner, du bist nichts weiter als ein Sparingspartner. Du bist locker gefickt, denn schon damals im Knabenalter hatte ich dein kranker Rabenvater in der Abstellkammer eingesperrt wie ein pakistanischer Sklavenhalter. Spaßeshalber nahm er den Schlitz in Anspruch wie ein Kartenzahler, stopfte den Loch mit seinem Bolz wie ein Basketballer, verkaufte dann deinen Arsch wie ein ganz normaler Fachberater. Belgische Priester waren seine besten Handelspartner. Mann, du bekamst die gesamte Palette wie von einem Gabelstapler im Warenlager. Du hast Schwänze gelutscht, die länger waren als eine schwarze Mamba. Aber trotzdem hast du dabei fröhlich gekichert wie der Dalai Lama. Dein Arsch funktioniert nach dem Motto, Sesam, öffne dich wie bei Alibaba. Durch das ganze Rumgeficke machst du jetzt mit deinem Arsch komische Frauenbewegung. Ali Schwarzer. Du bist so hässlich, du bist das komplette Gegenteil von Charlie Harper. Du siehst aus wie ein Neandertaler à la Carsten Janka und für ein bisschen Fame liest du dich von Olli Bagno knechten wie K1 damals von Abu Shaka. Jetzt scheißt du auf Rap-Sparring, denkst du machst bei Rapper Mittwoch lieber Promo, aber ich greif mir vom Tierstein ein Messer und verpasst die labilen Homo. Zig Stiche, bis du mehr Schlitze hast als ein japanisches Familienfoto. Und deshalb, du Penner, verdienst für deine Performance in der Show kein Pfennig. Als Vergeltung fick ich deine Frau, bis sie sprachlos ist und keine Luft mehr hat, wie Choke Dynamic.
Und du verdammter Junkie willst ein guter Vater sein? Dein Sohn würde sich bei mir um alles ernsthaft bedanken. Denn ich trete deiner schwangeren Frau frontal in den Bauch und mach deinen Sohn zum entfernten Verwandten. Und du Bitch hast deine Tage wie ein Kalender. Du willst ein Stück vom Kuchen, kein Problem, ich schlitz den Bauch deiner Frau auf und serviere dir die blutige Plazenta. Du willst irgendwas versuchen, du wolltest ein Stück vom Kuchen, aber du bist eine Bitch, die keine Lines verträgt. Whitney Houston. Du bist am Ende, du bist ein Dead Man walking wie Sean Penn. Was laberst du von Dennis Rodman? Du kommst so kurz wie Hot Pants, du kommst niemals in die Top 10. Denn Rapper Mittwoch hatte einfach zu viele Junkies auf der Bühne. Zu viele Wack MCs sind bei Rapper Mittwoch, deshalb endet Bad Rapper Mittwoch bald durch den Überschuss wie Philip Seymour Hoffman. Aber egal was du bringst, du siehst, dass du stinkst. Egal ob A Cappella oder Beats, ich bumm's diesen Ostler einfach überall. Denn deine Rap-Karriere ist wie ein Opfer vom World Trade Center. Ein hoffnungsloser Fall. Joni, gib doch ehrlich zu. Welches Hip-Hop-Institut macht ein Interview im Binu mit Jimmy Blue? Du. Deshalb guck ich nicht mehr Rapper Mittwoch, denn sie liefern nur Pisse. Denn statt echten Rap bringen sie nur Witze. Aber ich kann auch Witze erzählen. Was hat Robert Enkel mit Reinhold Messner gemeinsam? Ja, beide waren schon mal auf der Zugspitze. Aber vergiss mal den Kack. Ich bin kein Stand-Up-Comedian. Wie Cynic. Ich bin ein Krieger in dieser Liga. Das ist wie ein Star gegen einen Verlierer. Das ist wie ein Mercedes-Benz gegen ein Nissan Micra. Battle mit mir und das ist dein Tod. Du landest schneller in der Kiste als Gina Lisa. Du meinst, Rap wäre dein Job, du wärst der beste Rapper? Okay, du hast recht, heute wirst du auf Arbeit gefickt wie Schwester Eva. Es wäre besser, wenn du zusiehst, dass du fließt. Ich kick dich von der Bühne wie Bruce Lee, bis Blut fließt. Du bist jeden Tag besoffen, du siehst aus, als wärst du ein Bluescreen. Vergiss mal Haftbefehl, ich nimm dir alles weg wie Putin. Du bist gar nicht gut wie Sushi. Für alle hipster Opfer in der Crowd, du bist gar nicht gut wie Sushi. Du willst auf die Piste, aber zu viel Speed ist schädlich. Frag mal, Schumi. Zu viel Speed ist schädlich. Frag mal, Schumi. Und lass mal deine hoffnungslose Opferpose in deiner Jogginghose. So eine scheiß Klamotten tragen nicht mal Obdachlose. Und du kannst gerne bei mir wie bei einer Bitch saugen. Ich kann dir sagen, dass wir so einen Rapper wie dich nicht brauchen. So einen Rapper wie dich gibt es zigtausend. Also lass mal bitte den Misthaufen, sonst muss ich dich missbrauchen wie Cristiano Ronaldo seine Gegner über links außen. Und du schwuchtelst mit Waffen in einem Videoclip. Aber du bist kein Gangster, was willst du mir erzählen, Horst? Du hast die Hosen voll wie Fresh Polacke nach einem Besuch in Zehlendorf. Deshalb brichst du nach diesem Battle schneller ein als Fresh Polacke. Du bist kein Problem für mich, denn diesen Ostler stecke ich locker in meine Westentasche. Das Battle ist für dich nichts weiter als eine Folterbank. Denn deine Punchlines sind nichts Halbes, nichts Ganzes, wie Kinder mit Kontergan. Und nun, ich weiß, dass ich mit meinen Vergleichen über die Stränge schlage, aber die ausgeleierten Schamlippen deiner Freundin benutze ich immer noch als meine Hängematte. Und nun wissen wir es alle, du bist sicher nicht dope. Und dein Schwanz ist wie Drop Dynamic. Junge, du kriegst ihn nicht hoch. Und du würdest dich gerne selbst vermarkten. Für ein bisschen Fame würdest du deine Fans verarschen, deine Gang verraten, in Chefetagen Schwänze blasen, mit Dieter Bohlen Händchen halten. Fazit, du bist eine Hure, die nicht ins Game passt. K1, Fernsehgarten. Und meinetwegen sagst du hinter meinem Rücken, ich bin ein verkackter Pole. Aber wie kannst du was gegen Slaven haben, wenn deine Erzeugung nur dadurch erfolgte, dass deine Mutter in der sowjetischen Besatzungszone vergewaltigt wurde? Und mir egal, ob Sekt oder Zelt, dass ich zerbomb deine hässliche Fresse wie Belfast. Auch wenn du hässlich bist, wirst du trotzdem gefickt. Dexter Fro, aka Jenny Elvers. Time. Schöne dritte Runde von diesen beiden MCs. Mach mal hier Lärm, Berlin. Ladies and Gentlemen, dieses Battle ist unjudged. Jeder von euch kann selbst seine Entscheidung treffen. Das ist die Demokratie, die wir euch ermöglichen. Wir brauchen keine Führer, die uns sagen, was wir denken sollen. Ihr könnt das teilweise manchmal selbst entscheiden bei Rapper Mittwoch. Und das solltet ihr immer so tun. Und dieses Battle war nice, deswegen machen wir nochmal richtig Krach für diese beiden MCs. Dexter Fro, das erste Mal ein A Cappella Battle.
hier in Berlin. 200 Euro für dich, Dicker. Du hast auf jeden Fall eine gute Leistung gebracht. Willst du was sagen, Alter? Ja, gib das Geld, Alter. Alles cool, Alter. War mein erstes Mal Rapper Mittwoch auf der Bühne, A Cappella Shit. P-Sex Session, guter Gegner, Mann, Alter. Ich feier den, der ist fresh, Mann. Wird Fleisch, bald gibt's unsere EP, Mann. Die Provinz Rüpel Assis räumen im Hinterland auf, meine Freunde. P-Sex, auch für dich 200 Euro, sehr souveränes Battle. Willst du irgendwas sagen, Dicker? Wow, ich kann meine Schulden abbezahlen, Alter. Also, schöne Grüße an Nina, Max, die alle hergekommen sind. Freunden bei all meinen Fans im Internet. Ich grüße euch alle, grüße euch alle. Mama, aus! Los geht's, komm mal! Rapper Mittwoch, kommt alle mit doch! Wenn ihr nicht mit Hip Hop am Hut habt, ist die Gay! Rapper Mittwoch, kommt alle mit doch! Wenn ihr nichts mit Hip Hop am Hut habt, ist die Gay! Rapper Mittwoch, kommt alle mit doch! Wenn ihr nichts mit Hip Hop am Hut habt, ist die Gay! Ihr sagt Bro, come on Dexter, Dexter. Ich sage P, ihr sagt Tag, P, P. Ich sage Rapper, ihr sagt Mittwoch, Rapper, Rapper. Ich sage Hip Hop, ihr sagt Musik, Hip Hop, Hip Hop. Dankeschön Berlin. Dankeschön. Yes yo. Wer hat deiner Meinung nach gewonnen? Ja, definitiv P-Sack, weil sein Gegner war, ich weiß nicht, hat einfach nicht den Nerv getroffen. Ich sage aber ganz ehrlich, wäre P-Sack heute auf einen der amtierenden Kings gestoßen, dann wäre es schwer geworden. Unterhalten hat mich der Ossi mehr. Der war einfach, der hat meine Rips, der war einfach so, ich weiß nicht warum, P-Sack war besser im Rap, aber der andere war lustiger. P-Sack ist einfach ein Jedi-Spitter, wie er gesagt hat, er hat einfach durchgespittet so. Für mich hat er ganz klar gewonnen, auf jeden Fall. Dexter an sich, ich mag seinen Style, weißt du? Ich mag dieses Dreckige, das fand ich halt extrem geil. P-Sack war ein absoluter mutterfickender Titan. Ich habe echt noch nie so was Gutes von ihm gesehen. Ich war in der Crowd, die Leute waren krass unruhig. Die meisten haben ihn gefeiert, aber einige sind krass ausgerastet. Und das muss man erstmal schaffen, sowas bei Leuten nicht mit irgendwie mit so harmlosen Sachen, sondern mit krassen Sachen so zu bewirken. Und ich bin krass beeindruckt. Er wird immer besser, eindeutig gewonnen. Wobei ich sagen muss, Dexter hatte eine gute G-Funk-mäßige, dichte, geile Stimme. Bin voll begeistert. Vom Text her hat er gute Zeilen. Aber P-Sack hat, das war einfach episch. Der hat ihn einfach zerbombt. War richtig geil. Geile Show. Ladies and Gentlemen, kommen wir hier zur Analyse dieses Battlemania Champions League Matches. Wir haben hier P-Sack, wir haben Dexter Fro und aus dem Expertenteam, aus dem Gremium haben wir Gospel und natürlich Rako. Ey, man muss sagen, Alter, bei euch hat man gemerkt, ihr wart beide richtig, richtig gut vorbereitet. Aber ich habe schon gewisse Unterschiede gesehen. Ein A Cappella-MC, Bühnenveteran, gegen einen krassen MC, der also im Studio auf jeden Fall sehr, sehr gut seine Lines hinlegt. Aber wie war das hier sozusagen wieder im A Cappella-P-Sack für dich? Es war wieder geil, auf der Bühne zu stehen. War ja 5 Monate her mit Basic jetzt. Ich habe ein paar Lines vergessen, 2 glaube ich, gerade während du redest, fällt es mir ein. Ich fand Dexter gut. Aus dem Videobett reinzukommen ins A Cappella ist wahrscheinlich sehr schwer, weil es halt immer noch live ist. Live ist der MC, MC ist live so. Aber ich fand das Battle sehr gut. Ich habe mich gefreut. Dexter ist ein sehr, sehr guter Gegner. Ich mag ihn auch persönlich. Wir haben immer früh geredet. Wir machen einen Track. Haben wir beschlossen. Also ich fand auch deine Lines richtig geil. Was ich halt auch gemerkt habe, du bist halt typisch für MCs, die mehr halt aus so Studio-Sachen kommen und gerade Video-Battles kommen. Du hast gerappt, als sei da ein Beat. Ein bisschen hat mir gefehlt, dass du die Bühne nutzt, den Raum, den man hat, das Publikum, das Spiel. So, du hast komplett nur angeguckt und so weiter. Was ist für dich so ein bisschen das Schwerste gewesen heute in diesem Battle? Ich muss sagen, am schwierigsten war es irgendwie wirklich, alle Lines punktgenau so hinzukriegen, wie man es daheim ewig oft durchgerappt hat und so. Und ich muss halt auch gestehen, ich hatte zwischendrin wirklich auch ein paar Zwischenhänger gewesen, weil es ist immer was anderes, daheim im Wohnzimmer seine vorbereiteten Parts so ein bisschen zu rappen und dann auf der Bühne stehen, wenn keine Ahnung, wie viele Augen dich angucken. Ich stand schon sehr oft auf der Bühne, muss ich dazu sagen, Alter, mit Live-Shit und Live-Act, aber A Cappella hier auf der Bühne, seinen Gegner zu dissen und immer noch ein bisschen zu spielen auf der Bühne, das ist schon eine andere Liga und so. Ich fand's super cool, war meine Feuertaufe gewesen und so. Und
Ich denke halt auch, weil insgesamt war das schon auf jeden Fall sehr gut. Ihr zu Hause entscheiden für euch. Dieses Battle ist ja unjudged. Also schreibt alles in die Kommentare. Aber gehen wir erstmal weiter zu Gospel. Wie hast du das Battle insgesamt erlebt? Ja, also ich habe das eigentlich ähnlich erlebt, wie ihr schon ein bisschen geschildert habt. Das war natürlich auch sehr intensiv und energiegeladen, fand ich sehr geil. Man hat bei dir gemerkt, dass du ein bisschen aufgeregter warst. Und wie ich auch schon gesagt habe, mir persönlich hat ein bisschen der Gegnerbezug gefehlt. Du hattest sehr viele sehr geile Lines, witzig als auch böse, aber immer universal gehalten. Und Bisek natürlich, ein Veteran auf der Bühne, dass ich was über ihn sage, es ist schon witzig, so Rollentausch, aber war sehr gut, schön gegnerbezogen die Sachen rausgebracht, auch wieder schön schwarzen Humor gehabt und einfach on point und deswegen war es von beiden Seiten geil. Aber er hat mir auf jeden Fall ein bisschen besser gefallen, aber Feuertaufe, erstes Mal so was und dann gleich gegen ihn. Ich frag mal Raku, du warst ja auch heute im Gremium und du bist eh auch sehr erfahren in diesem ganzen Battle-Ding, wie hast du das erlebt? Also ich fand das Battle an sich war auf jeden Fall schon... war auf jeden Fall, am Anfang war es stark ausgeglichen. Leider hat es für mich irgendwann dann abgenommen, als Dexter wahrscheinlich gemerkt hat, okay, bei Pisek ist einfach viel mehr Routine drin. Also man hat es einfach gemerkt, da kam einfach viel mehr Power, er hat die Bühne mehr für sich benutzt, er hat die Crowd mehr für sich benutzt. Und ja, aber Dexter hat für mich auf jeden Fall schon alleine deswegen einen Pluspunkt, weil er mich extrem an Fatcap erinnert, Alter. Ich weiß nicht warum, aber er hat für mich irgendwie so wirklich so eine leichte Fatcap-Touch, Alter. Aber es war auf jeden Fall geil, Alter. Zu euch, liebe Freunde da draußen, muss ich ja eine Sache sagen. Ich sehe ganz viele Kommentare, die ganz stark haten, wenn irgendein Rapper das oder dies nicht so gut auf der Livebühne gemacht hat. Ihr müsst aber bedenken, trotzdem sind teilweise die Leute hier 90, also immer noch besser als 90% eurer großen Superstars, weil A Cappella Live-Battle-Shit mit einem echten Gegner vor seinen Augen ist eine ganz andere Geschichte. Ihr müsst diese Sache akzeptieren, ihr müsst das verinnerlichen und den Jungs Respekt geben. Weil das ist echt eine ganz andere Sache. So, welche Punchlines haben euch am meisten gefallen? Schreibt alles in die Kommentare. Vergesst nicht, bei Facebook einen Daumen hoch bei uns zu machen. Teilt auf jeden Fall unsere Videos. Das ist ganz, ganz wichtig, weil ihr helft uns dabei, Hip-Hop im Land zu verbreiten, die Battle-Rap-Kultur im Land zu verbreiten. Und vergesst nicht, abonniert diesen Kanal und bleibt immer real zum Hip-Hop-Shit. True School of Hip-Hop. Alles gut. Hip-Hop for life.